Hallo lieber Widder und willkommen zu diesem Frühlingsorakel. Drei Highlights für den Frühling 2024. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer Tarot und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, die nicht für jeden passt. Ich gebe keine persönlichen Ratschläge und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Und falls du Interesse hast, diese Legung als persönliches Video nur für dich zum Download zu bekommen, es gibt da aktuell ein Angebot zu einem Sonderpreis bis Ostern. Und alle Infos findest du auf meiner Website und den Link dazu, den poste ich in die Infobox unter das Video. Ja, und wir schauen hier in diese drei besonderen Orakel, die so schön zum Frühling passen. Die ersten beiden sind Pflanzenorakel und dieses dritte hier, das ist ein ganz spezielles Rosenorakel, das ich auch gar nicht so oft verwende. Und die erste Karte hier für dich, das ist die Brombeere und da geht es um Ganzheit. Ja, um Ganzheit. Das heißt erstmal Körper, Geist und Seele als Einheit. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was bedeutet Ganzheit für dich persönlich und was brauchst du, um dich ganz zu fühlen? Denn die Ganzheit, die liegt ja hier für dich als Highlight. Von dem her, das ist etwas, was der Frühling dir bringt. Also er bringt dir die Energie dafür, ganz zu werden, dich ganz zu fühlen. Und die Karte sagt, dass jetzt im Frühjahr alles zusammenkommt. Ja, hier in der Gegenwart, auch was Projekte und Pläne angeht, so ja, dass sich irgendwie die Sachen synchronisieren. Und möglicherweise ist es wichtig, dass du hier irgendetwas zu Ende bringst, irgendetwas fertigstellst, ja, ein Projekt fertigstellst oder auch Dinge in deinem Haus zu Ende bringst, die du schon lange machen wolltest, die vielleicht noch so ein bisschen rumliegen. Und möglicherweise darfst du deine Fähigkeiten und dein Wissen unter Beweis stellen, ja, einfach um selbst auch zu der Überzeugung zu kommen, was du gelernt hast, was du kannst. Ja, also du darfst deine Kraft einsetzen, deine Fähigkeiten einsetzen. Und du bist umgeben von Balance und Stabilität. Ja, und wenn das etwas ist, was sich momentan nicht so anfühlt, dann darfst du dich darauf freuen, dass diese Brombeere dir Balance und Stabilität bringt als Teil der Ganzheit und auch als Grundlage, ja, also Balance und Stabilität sind immer die Grundlage für alle Möglichkeiten, die sich uns geben, dass wir die ergreifen können, ja. Viel können wir nicht tun, wenn wir außerhalb der Balance sind, wenn wir uns irgendwo zerrissen fühlen oder als ob uns etwas fehlen würde. Und wenn du aber in Ganzheit wirklich auf beiden Füßen auf dem Boden stehst, dann kannst du natürlich die Möglichkeiten, die sich dir bieten, ja, aus deiner ganzen Kraft heraus, aus der Ganzheit heraus ergreifen und Rückschläge, Verzögerungen und Probleme in der Verständigung, das sind Herausforderungen, nach denen du Ausschau halten sollst. Und wir gehen ja im April auch erstmal in eine dreiwöchige Phase, wo der Merkur rückläufig ist. Merkur ist der Planet der Kommunikation. Das sind Phasen, die haben ein ganz hohes Potenzial, aber auch Herausforderungen. Und eine der Herausforderungen ist eben, dass wir uns missverstehen können, dass wir in Verträgen Sachen überlesen oder falsch verstehen und in der Kommunikation möglicherweise aneinander vorbeireden, dass sich Dinge verzögern. Ja, gerade das, wenn man etwas bestellt, dass ein Päckchen verloren geht. Das ist halt bei dem rückläufigen Merkur ein bisschen häufiger, auch dass eben technische Geräte spinnen, ja, dass man sich irgendwie über den Drucker ärgert oder so. Und sei dir dessen bewusst, das gehört zum Leben, das ist auch astrologisch bedingt, Anfang April für 3 Wochen. Es gibt auch noch eine Extralegung zum rückläufigen Merkur, die kommt in der zweiten Monatshälfte im März. Das ist auch immer sehr interessant. Und dann habe ich hier die Reinigung für dich.
Und was ich hier einfach gleich bekomme bei der Reinigung, ist einfach das Räuchern. Ja, schau, dass deine Wohnung sauber ist, dass dein physischer Körper sauber ist, dass du vielleicht räuchern kannst jetzt auf den Frühling hin und schaust, dass die ganzen alten verbrauchten Energien, auch so diese ganze staubige, muffige Winterenergie rausgeht. Ja, versuch die Sachen zu lüften, Vorhänge zu waschen, was man so macht im Frühjahr. Denn je mehr von dieser frischen, klaren Energie hineinkommt, desto besser ist das für dein ganzes Wesen. Und ja, du darfst die Dinge, die du nicht länger brauchst, loslassen und selbst entscheiden, was du an dem Platz, der frei wird, dann kultivieren möchtest. Und möglicherweise, ja, hast du auch mit Enttäuschungen umzugehen, kleinere oder größere, wir sind in einer Allgemeinlegung. Und möglicherweise fühlst du dich auch, ja, dazu bereit, von irgendetwas Abstand zu nehmen, irgendetwas zurückzulassen, dich von irgendetwas zu verabschieden, zu trennen, ja, weil du eben einfach merkst, das passt einfach nicht mehr. Und es ist eben heute, macht es mich nicht mehr so glücklich, wie es früher mal war. Und das allein hat auch schon so eine Art Enttäuschung, ja, dass man eben einfach merkt, gut, irgendwie gefällt es mich nicht, mir nicht mehr. Es macht mich einfach nicht mehr glücklich. Und die Karte sagt, dass neue Chancen und Möglichkeiten langsam in dein Leben kommen, ja. Da kann es eben sein, dass solche Möglichkeiten auch erst kommen, wenn der Merkur wieder geradläufig ist, wenn quasi diese intensive Reinigungsphase vorbei ist. Und ich habe das Gefühl, dass eben für den Widder diese Phase des rückläufigen Merkur ganz wichtig sein wird in diesem Frühjahr. Also schau auf jeden Fall dieses Video an zum rückläufigen Merkur. Das ist für dich ganz wichtig. Und wie gesagt, schau, dass du dich selbst bewegst, dass Bewegung reinkommt in die Wohnung, ja, dass eben die Fenster geputzt sind, die Vorhänge gewaschen sind, dass du die Sachen möglichst raushängst an die frische Luft, dass einfach so diese frische, reine Frühlingsenergie in deinem ganzen Umfeld Einzug erhält. Und das ist was, das wird dir ein sehr gutes Gefühl geben. Und dann habe ich hier noch eine moderne Gartenrose, eine französische Rose, und die hat etwas mit Sinnlichkeit zu tun. The Sensualist. Und Sinnlichkeit, das geht ja immer einher mit allem, mit allen Sinnen, mit dem, was wir anschauen, mit dem, was wir hören, mit dem, was wir ertasten können und auch was wir auf unserer Haut spüren können, mit dem, was wir schmecken, mit dem, was wir riechen. Und diese Rose fragt dich, was hat heute deine Aufmerksamkeit erregt? Ja? Und das ist auch ganz schön, dass du einfach mal ein bisschen mehr auf deine Sinne achtest, dass du mehr darauf achtest, wie etwas schmeckt, wie etwas riecht, welcher Geruch in der Luft liegt. Ja, also man sagt ja auch, dass man etwas riechen kann, bevor es eintritt. Und von dem her, möglicherweise bringt diese sinnliche Rose auch Leidenschaft oder Romantik in dein Leben. Und ja, das kann sein, muss aber nicht sein. Und ja, hier kommt auf jeden Fall auch wieder so eine Energie hinein, eine ganz sanfte, weiche Energie, die eben auch hier wieder Körper, Geist und Seele miteinander verbindet und hier eben nochmal Licht mit hineinbringt. Also diese beiden Karten hier gehören eigentlich zusammen, weil zur Ganzheit und zu diesem in sich ruhen, ja, und das ist wirklich ein Geschenk, ein Highlight, was dir der Frühling bringt. Auch so diese Sinnlichkeit dazu gehört und dieser romantische Aspekt. Und ein romantischer Aspekt kann eben auch immer bedeuten, dass wir uns in unser Leben verlieben, dass wir uns in das, was wir tun, verlieben, ja, dass wir einfach auch das Leben genießen. Und ja, wenn wir die Straße entlang laufen, wir laufen an einem Garten vorbei, wo alte Rosen stehen und die auf die Straße hängen, dass man eben einfach mal stehen bleibt und an dieser Blüte riecht. Und
Die sinnliche Rose weiß, wie sie sich selbst und ihr Leben genießt, wie sie im Prinzip alles genießt, was in ihr Leben kommt. Ja, das kann ein Glas Wein sein, das kann ein Stück Schokolade sein, das kann vielleicht auch irgendetwas Frisches sein, was jetzt im Frühjahr wächst, das kann ein Geruch sein. Das kann einfach auch das Gefühl sein, wenn man durch so eine frisch gelüftete, frisch geputzte Wohnung läuft und eben merkt, diese Energie hier ist so ganz wunderschön und zieht einen automatisch hoch. Und das ist so dieses Gefühl, was als Highlight für dich auch im Frühling hier reinkommt. Ja, lieber Widder, soweit ein kleiner Blick für dich in die Karten. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein wenig inspirieren. Ich freue mich riesig über Likes und Kommentare, wünsche dir einen schönen Frühlingsanfang und alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, meine Arbeit und diesen Kanal hier mit einem Kaffee zu unterstützen. Da freue ich mich wahnsinnig drüber und es hilft mir dabei, diesen Content hier weiter fortlaufend kostenfrei anbieten zu können. Den Link dazu findest du unter dem Video und ich sage herzlichen Dank und alles Liebe.